Hallo, ich bringe euch heute wieder ein Dualseelen-Orakel mit für meine Klientin. Ich schaue gleich einmal auf die Gedanken ihres Herzensmannes. Er hat den Gedanken, dass er zwar verliebt ist, aber er denkt auch an Nachrichten, die er bekommt. Er denkt vielleicht auch, dass diese Nachrichten, die er bekommt vom Absender, sehr selbstverliebt sind. Vielleicht sind das Nachrichten, die meine Klientin ihm schickt, wovon er denkt, dass sie diese einfach nur schickt, um ihr Ego zu stärken. Oder aber es geht da wirklich, wenn meine Klientin hier keinen Nachrichtenaustausch mit ihm hat, dass er hier einfach auch an andere Nachrichten denkt, die er bekommt, wo hier einfach der Absender wirklich das macht aus Eigennutz. Aber er denkt auch darüber nach, dass er in meine Klientin hier verliebt ist. Als nächstes schaue ich auf seine Gefühle. Und da sieht man schon, dass er gefühlsmäßig auch wahrnimmt, dass die beiden Seelenpartner sind. Aber auch ein Neuanfang, was seine Gefühle betrifft. Also, es liegt hier auch der Umzug. Das heißt, entweder gibt es hier zu meiner Klientin eine räumliche Trennung, eine sehr starke, große räumliche Trennung, oder aber er fühlt sich hier gefühlsmäßig zu meiner Klientin, merkt er auch, dass da eine sehr, sehr große Distanz auch ist. Aber er fühlt, dass die beiden Seelenpartner sind und er wünscht sich auch auf Gefühlsebene einen Neuanfang. Dass er hier einfach den Rückzug mit dem Umzug hier, der Umzug muss ja nicht immer tatsächlich ein Umzug sein, es kann ja einfach auch ein Rückzug, weil wir hier das auf der Ebene der Gefühle haben, ein Rückzug der Gefühle, dass das einfach da ist bei ihm, aber er wünscht sich auch den Neuanfang, dass das Ganze hier gefühlsmäßig auch wieder erwacht. In Gedanken hat er ja, dass er Gefühle für sie hat, dass er in sie verliebt ist, aber gefühlsmäßig merkt er das irgendwie nicht so recht. Er kann das irgendwie trennen, Gedanken und Gefühle. Gedanklich weiß er schon, dass er verliebt ist. Aber er merkt auch gefühlsmäßig hier auf der Gefühlsebene eine Distanz zwischen den beiden. Und da wünscht er sich einfach einen Neuanfang. Also dass die ganzen Gefühle wieder sich verstärken. Einfach einen Neuanfang. Schauen wir uns einfach einmal seinen nächsten Entwicklungsschritt an. Und da haben wir die feste Beziehung, die Beschleunigung und die Wüste. Das heißt, er wird schon in die Gänge kommen und das wird er auch sehr schnell dann in die Gänge kommen, um mit meiner Klientin hier in eine Beziehung zu gehen. Aber weil hier die Wüste auch liegt, wird er davon, wird er das Ganze nicht so freiwillig machen. Die Wüste heißt, das sage ich immer wieder dazu, es ist etwas ausgetrocknet, man ist genervt von der ganzen Situation. Also wenn er quasi hier auf meine Klientin zugeht, eine feste Beziehung mit ihr haben zu wollen und das sehr schnell, das macht er vielleicht dann auch nicht ganz freiwillig. Er macht das vielleicht, weil er einen Druck hat, meine Klientin hier zu verlieren. Das ist allerdings eine sehr, sehr schlechte Basis. Er soll ja auch ein Stück weit freiwillig kommen. Es kann aber auch sein, dass er noch in einer Beziehung steckt und dass er von dieser Beziehung dann genervt ist. Und dass das dann alles sehr schnell geht, dass er merkt, dass diese Beziehung nicht richtig ist. Hat er allerdings keine Partnerin, dann ist es so, dass er hier wirklich auf meine Klientin zugeht, eine feste Beziehung möchte mit ihr, das geht dann auch sehr schnell, und aber nicht ganz, also nicht ganz aus den Augen verlieren, dass ihm das zu Schnelle wirklich nervt, dass er das einfach nicht möchte. Aber trotzdem wird es passieren. Also entweder er wird von seiner bestehenden Partnerin so richtig genervt sein, dass er das einfach nicht mehr möchte, oder aber, dass hier eine schnelle Beziehung mit meiner Klientin hier notwendig ist, vielleicht baut er sich da auch selber den Druck auf, dass ihm das einfach nicht passt.
Und jetzt schauen wir uns die Gedanken meiner Klientin an. Sie hat den Gedanken die Anziehungskraft, die Nachricht versenden und die Zeit. Also sie denkt schon, dass hier zwischen den beiden eine Anziehung da ist, aber sie denkt auch darüber nach, Nachrichten zu versenden. Sie denkt auch darüber nach, dass das Ganze, weil hier die Zeit auch gefallen ist, länger dauert. Also dass das hier ein Prozess ist, der hier wirklich auch noch länger andauert. Und man sieht hier ja auch, bei ihm haben wir das Nachrichten erhalten, dass er das sehr selbstverliebt auch sieht. Bei ihr haben wir Gedanken, die Nachricht versenden. Also denke ich schon, dass es hier auch Nachrichten von ihr sind, die er hier auch als selbstverliebt einstuft. Also da wäre jetzt eine Überlegung wert für meine Klientin, ob sie wirklich mit ihm auch hier wirklich per Nachrichten Kontakt hat. Aber Fakt ist, dass sie einfach darüber nachdenkt, ihm eine Nachricht zu schreiben und vielleicht auch die Anziehung ihm auch per Nachrichten zu gestehen. Schauen wir uns einfach ihre Gefühle an. Da haben wir die Affäre, die Einladung und die Freundschaft. Auf der einen Seite hat sie sehr leidenschaftliche Gefühle für ihn, auf der anderen Seite hat sie eher freundschaftliche Gefühle. Also so ein Freundschaft plus, würde ich jetzt hier wirklich sagen, dass sie sich damit vielleicht auch ein Stück weit emotional auch zufrieden gibt. Es liegt hier keine Verliebtheitskarte, keine wahre Liebe, nur die Affäre und die Freundschaft. Und vielleicht sollte meine Klientin einmal überlegen, wie ihre Gefühle ihm gegenüber sind. Hier haben wir auf jeden Fall einmal die leidenschaftlichen Gefühle, ein bisschen mehr einfach als Freundschaft. Es ist nicht so recht Freundschaft, es ist aber auch nicht so recht wahre Liebe. Ist klar, wahre Liebe muss ja natürlich wachsen, das passiert nicht von heute auf morgen. Es ist so ein Zwischendrin momentan, also wirklich momentan. Und sie hat auch das Gefühl, beziehungsweise sie fühlt emotional auch, dass sie ihm eine Einladung ausspricht, dass sie ihm einfach eine Einladung ausspricht, ob er sich nicht vielleicht mit ihr treffen möchte. Also das fühlt sie auch sehr stark, den Drang, das zu tun. Und dann schauen wir uns noch ihren nächsten Entwicklungsschritt an. Und da haben wir die Lügen, die Beziehungsarbeit und den Gigolo. Es kann hier, wenn sie sagt, dass ihr Herzensmann gerne flirtet, gerne Frauen um sich hat, kann das hier der Gigolo ihr Herzensmann sein. Oder aber es kann hier auch noch ein anderer Mann sein, wo sie vorgibt, eine Beziehungsarbeit mit dem Mann zu machen zu wollen oder machen zu wollen und das dann vielleicht auch nicht so meint. Also da kann es sein, dass das jetzt ihr Herzensmann ist, dass sie hier einfach sagt, sie möchte an dieser Beziehung arbeiten und da steckt aber nicht ganz die Wahrheit dahinter. Oder aber es kommt noch ein neuer Mann auf sie zu oder ist noch ein anderer Mann in ihrem Leben, dem sie hier quasi Hoffnungen macht und das Ganze nicht ganz so ehrlich ist. Da muss meine Klientin für sich überlegen, was für sie stimmiger ist. Es kann aber auch sein, dass hier wirklich ein neuer Mann auf sie zugeht, der ihr sehr gefällt, wo sie auch die Anziehung spürt, aber dass sie vielleicht hier mit ihm dann nicht ganz so ehrlich ist. Das soll auch kein Vorwurf sein, das soll einfach hier auch eine Warnung sein. Man kann die Dinge ja auch verhindern. Also man ist ja nicht ausgeliefert dem Ganzen. Aber die Karten möchten ja wirklich sagen, dass es hier entweder der Herzensmann, dass man sich da vielleicht auch selber ein bisschen belügt, dass man an einer Beziehung arbeitet und vielleicht doch nicht so intensiv daran arbeitet. Oder aber es ist wirklich ein ganz anderer Mann, den sie vielleicht schon kennt. Oder es kommt ein ganz anderer Mann, ein ganz neuer Mann auf sie zu. Das ist dann, das wären halt dann die Varianten, die hier jetzt dann quasi möglich sind. Und zum Schluss schauen wir uns noch seine Liebesbotschaft an. Und da haben wir des Wartens wert. Göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Also für ihn ist es jetzt wichtig, dass er hier etwas abwartet, dass er hier auch ein bisschen geduldig ist und dass er einfach merkt, dass das göttliche Timing einfach das Liebesleben bestimmt und dass es, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, dass dann alles in Bewegung kommt
Und davor sind halt einfach die Lernaufgaben zu machen. Aber seine Botschaft ist einfach, dass er sich einfach auch, dass sich das Warten hier auch ein Stück weit lohnt und dass das göttliche Timing schon dafür sorgt, dass alles so kommt, wie es kommen muss. Und dann schauen wir uns dann noch die Liebesengel für meine Klientin an. Da haben wir neue Liebe. Eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Das bestätigt dann hier quasi den Gigolo, den ich vorher genannt habe. Das möchte hier wirklich die Karte sagen, dass hier wirklich ein neuer Mann in ihr Leben kommen wird. Allerdings wird das mit dem neuen Mann auch nicht ganz so das Wahre sein, weil wir vorhin schon gesehen haben, dass die Beziehungsarbeit auch ein Stück weit auf einer Lüge aufgebaut ist. Er wird ihr geschickt, quasi um ihre Lernaufgabe zu machen. Das ist eine Prüfung für sie. Und die Karte möchte hier sagen, dass dieser neue Mann hier wirklich auch ihre Gefühle durcheinander bringt, quasi und ihr auch in ihre Lernaufgaben näher bringt. Oder es kann aber auch wirklich sein, wenn dieser neue Mann nicht kommt, dass einfach die Liebe zu ihrem Herzensmann wieder neu entfacht. Das ist natürlich auch möglich. Das lasse ich hier offen, dass diese beiden Varianten eben hier möglich sind. Das war es jetzt einmal von mir. Wenn du auch gerne so ein Video möchtest, schreib mir einfach eine Mail. In der Infobox findest du meine Kontaktdaten. Ich freue mich auf, wenn du dich bei mir meldest, wenn ich für dich auch so eine Legung machen kann. Und wenn meine Klientin noch Fragen hat, einfach schreiben. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.